erzählt mehr, die machen Propaganda und so weiter und so fort. Und als es wirklich so war, dass man so krass auf die Straße war und dass man gesehen hat, dass Jugendliche tatsächlich in der Lage sind, in den Schulen Streiks zu organisieren, man hatte die Hintergründe nicht. Man wusste nicht, dass 2 Jahre davor die Lehrerinnen haben in den Schulen landesweit Streiks organisiert und die Schülerinnen haben mitgemacht. Man hat die Bilder nicht im Kopf gehabt, also war man total überrascht davon, wie kommt es überhaupt dazu. Oder man hat es nicht gemerkt, dass diese Anwesenheit der Jugendlichen, die dann da waren, was damit zu tun hat, dass 2019, November 2019, Orbane Huni, blutige November nennt das bei uns, mehrere Jugendliche auf der Straße erschossen wurden. Damit hat die iranische Stadt eine Generation krass nicht nur politisiert, sondern radikalisiert. Und auch deren Eltern, die eine Mutter von einem von diesen ermordeten Jugendlichen, Pejman, hat gesagt, ihr wisst selber, dass ihr mit diesem November, dass es mit euch vorbei ist und dieser November dauert an. Und das ist immer noch eine Parole, diese Bewegung. So, man hat diese ganze Sache nicht beobachtet, deswegen war man total überrascht, als es da war, als es einen Boom gemacht hat. Und dann wollte man mehr wissen. Damit hat man uns natürlich da auch eine Gelegenheit gegeben, mehr und täglich darüber zu berichten. Man war überrascht darüber, dass es länger als eine Woche, dann einen Monat, dann 2 Monate, oh okay, es ist eine Bewegung und es dauert an. Und heute, ich will es sagen, es ist ruhiger geworden, stimmt. Aber es passieren andere Dinge statt. Manifeste werden im Iran veröffentlicht. Also Gruppen tun sich zusammen und schreiben Manifeste und bringen sich wieder in Gefahr, wieder ins Gefängnis zu landen, wenn sie gerade überhaupt rausgekommen sind, weil sie das voranbringen wollen. Ich habe mal mit einer, ich werde es nicht sagen, wer das war, weil die kommen in Gefahr, aber ich habe einmal mit einem von meinen Angehörigen darüber gesprochen. Und habe gesagt, wie ist das denn, weil sie haben in dem Zentrum der Proteste, sie wohnen da, in Teheran. Und sie haben gesagt, weißt du, warum wir uns zurückgezogen haben? Wir können es nicht mehr sehen, dass 16-Jährige, 13-Jährige, 9-Jährige ermordet werden. Es muss strategisch was, es muss eine Opposition gebildet werden, wir müssen strategisch weiterkommen. Wir können einfach nicht nur Opfer bringen, damit der Westen davon überzeugt ist, wir meinen es diesmal wirklich ernst. Sie meinen es wirklich ernst. Wir meinen es wirklich ernst. Das ist ganz deutlich, dass die größte Unterstützung, die wir diesen Menschen bringen können, ist, sie ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören. Also was wir machen können hier, oder in den Saal, ich finde es wunderbar, dass wir in diesem schönen, wunderschönen Haus erstmal sind. Das ist etwas, was wirklich wertvoll ist für diese Bewegung im Iran. Das ist eine großartige Unterstützung. Und wenn dann so viele Leute sich dann die Mühe machen und herkommen, um mal meine Wenigkeit, der so schuldig ist, anzuhören, das ist eine große Unterstützung. Und was auch noch wichtiger ist, würde ich sagen, als das ist, dass die deutschsprachigen Medien leider Gottes sehr oft die Berichte von der Islamischen Republik übernehmen, eins zu eins, und vervielfältigen das. Und das Problem ist ja, dass... Unbeabsichtigt. Unbeabsichtigt, natürlich. Aus Unwissen. Ja. Oder was, Schlampigkeit, oder... Also die haben nicht die Expertise. Nein, es ist ja so. Die haben uns auch strukturell nicht verändert. Es ist so, dass die Medien, also Taz, Zeitungen jetzt, SZ, die haben ja ihre Beiträge selbst produziert. Heutzutage wird das vieles von dem, was wir lesen in den Medien, werden von den Nachrichtenagenturen produziert. Das heißt, Nachrichtenagenturen sind nicht mehr die eine Nachricht ausschicken, eine Meldung, das ist passiert, dann und dann und wann und wann, und sondern sie schreiben lange Texte. Und diese Texte werden eins zu eins übernommen, weil die Medien immer weniger Geld haben, und dann setzen auch so vielleicht einen Praktikanten oder Praktikanten dran und dann übernimmt zack, eins zu eins, zack, und dann schreiben sie vielleicht 2 Sätze darunter. Das ist das Problem, dass man sich nicht die Mühe macht, jetzt
diese wichtigen, es gibt ja wichtige Nachrichten, zum Beispiel während des Revolutionstages dieses Jahr. Ja. Zehntausende gegen den Jahrestag der Islamischen Revolution auf die Straße. Das hat die Tagesschau 1:1 so übernommen. Ja, und da, auch die, die Nachricht über Sittenpolizei, über Abschaffung der Sittenpolizei. Ja. Also die Linie, die wurde nicht abgeschafft. Die bringen selber solche Nachrichten raus. Sie wissen, dass die westliche Medien genau, das haben. Das haben wir zum Beispiel im Iran-Journal gebracht, also auf Twitter, dass es nicht wahr ist, dass die Sittenpolizei abgeschafft worden ist, weil, sondern so und so. Wir haben es ja erklärt. Und dann rief tatsächlich jemand von der Tagesschau.de an und fragte, das müsst ihr mir ein bisschen mehr erklären. Und also ich meine, man muss uns jetzt nicht mich anrufen, uns anrufen, sondern die haben ja Leute, die Ahnung haben. Iraner oder Leute, die sich im Iran auskennen. Und auf die müsste man sich verlassen und nicht einfach das, was Irna oder Isna oder Irib öffentlich einfach 1:1 übernehmen. Das ist sehr wichtig. Und man kann auch Protestbriefe schreiben. Zum Beispiel, wenn jetzt so viele junge Leute im Gefängnis sitzen und Todesurteile bekommen haben. Und ich meine, die deutsche Bundesregierung, muss ich sagen, also Frau Baerbock hauptsächlich, macht wirklich viel im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber es gibt noch Platz, mehr zu machen. Und wenn Sie jetzt den Druck von Ihnen, von uns allen hören, also mitbekommen, dass es noch mehr Druck gibt, dass Sie was tun. Man kann viel machen, also man muss nicht unbedingt jetzt sich an der Revolution beteiligen. Es gibt noch eine dritte Sache, vor der das Regime Angst hat. Es sind nicht nur die Frauen und die Presse, es ist die Kunst, die Musik, der Rap. Und deswegen hören wir gleich nochmal ein Stück von Nima Nuri. Und Nima, du hast vorhin erwähnt, dass dieses Lied, das du uns gleich singen wirst, einen feministischen Ursprung hat. Genau. Was ist das für ein Ursprung? Hallo erstmal. Genau, das ist ein Lied von fast 100 Jahre und eine sehr berühmte iranische Sängerin, wahrscheinlich die erste moderne Sängerin von Iran oder die erste Sängerin ohne Kopftuch, Arun Muluk Aziri hat das gesungen. Und in dem Lied sagt es, dass die Frauen müssen einfach aufstehen. Dann am Ende sagt es, dass zu iranischen Männern, dass, hey, iranische Männer, warum macht ihr es so? Die Frauen sind auch Menschen. Und leider immer noch viele Männer in unserer Welt denken nicht so. Ja. Aber du bist ganz anders. Wir freuen uns, dass du ich hoffe, ich glaube, jeder Mann muss sich verzweifeln. Ja. Okay, erstmal stehen.